Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe TWIF hier in Forza Horizon 3 mit mir, dem Ray. Ja, TWIF steht für Du wählst, ich fahre und ist unser Autowunschformat hier im Let's Play. Und ja, falls du auch einen Autowunsch hast, dann schreibe diesen bitte nicht in die Kommentare, sondern klick mal in die Videobeschreibung, da gibt es ein TWIF-Formular, da kannst du dir dann dein Wunschauto wünschen, so wie es viele getan haben, für den Königsegg 1-2-1. Den sind wir noch gar nicht gefahren hier in Forza Horizon 3, was ja eigentlich schon fast eine Schande ist, weil das Ding ist halt einfach, das ist einfach das Monster. Ja, 1-2-1 steht ja für die Gewichts- beziehungsweise für das Leistungsgewicht, ja, also Leistung zu Gewicht. Und das ist hier 1-1 und das ist nicht hier irgendwie so 800-800 oder sowas, sondern das ist 1300, ich glaube 64 oder sowas. Ich weiß gar nicht mehr so genau. Gucken wir gerade einfach nochmal rein in den Leistungsdaten. Ja, genau, 1360 Kilogramm zu 1360 PS müsste es sein. Das sind genau 1000 kW. Also es kommt ja dann ungefähr hin. Ja? Also wenn man jetzt umrechnet, kW zu PS, muss man ja mal 1,35962 rundet man das, dann kommt man auf 1,36 und dann kommt man genau auf diese 1360 PS. Also von dem her, ja, 1:1 Verhältnis, wir haben sogar einen Ticken mehr Drehmoment sogar noch, also eigentlich könnte man sagen 1:1:1. Ja, richtig krasses Teil auf jeden Fall. Ich freue mich auf jeden Fall auf diese Folge. Wir werden aber heute einen Aufbau machen, denn ungefähr 60 Leute haben sich den Königsegg 1-2-1 gewünscht. Und davon 40, also zwei Drittel, haben gesagt, Maximalaufbau. Hol alles raus. Ray macht da richtig Kasala mit dem Ding. Ich meine, das macht serienmäßig schon genug Kasala. Ich weiß auch gar nicht, was man tatsächlich ändern kann. Ich habe vor der Folge gar nicht geguckt. Ich bin ganz ehrlich, das machen wir dann gleich gemeinsam. Aber bevor wir uns in den tiefen Tuning-Gründen verabschieden und gar keine Action haben, würde ich sagen, wir sind das Ding nicht mal Serie gefahren. Und deswegen würde ich sagen, mache ich jetzt hier einen ganz kurzen Cut und wir sehen uns direkt wieder auf der Teststrecke, beziehungsweise wir sehen uns dann, oder hören uns besser gesagt dann zum Ergebnis. Ich würde nämlich sagen, ich lasse euch mit dem vollen Motorensound alleine auf der Teststrecke und ihr kriegt die pure Action hier gleich zu Beginn. Viel Spaß!
Was für ein böses Teil. Ja, man hätte vielleicht noch dazu erwähnen sollen, ja, diese 1360 PS, ja, bringt das ganze Fahrzeug über die Hinterachse auf die Strecke, mehr oder weniger auf die Strecke. Ihr habt es gesehen am Start, selbst im dritten Gang beim Anfang habe ich noch mit Wheelspin zu kämpfen gehabt und ich habe da kein Vollgas gegeben. Also ich glaube, ich bin in jede Kurve jetzt, bis vielleicht auf die letzte Kurve, mit Halbgas oder Dreiviertel Gasstellung, also Gaspedalstellung gefahren. Krankes Teil einfach nur. Also das ist schon, puh, da muss man schon echt aufpassen, das Ding zu bändigen. Ich denke, es war immer noch keine perfekte Runde. Ja, ihr habt gesehen, hier und da mal ein bisschen abgekommen von der Strecke. Ich denke, aber in der Summe passt es schon. Und ja, ich gucke einfach mal auf die Zeit und da haben wir stehen eine 3:00.07.82. Wir ziehen natürlich die 20 Sekunden, die wir am Start immer stehen bleiben, ab und damit kommen wir auf eine 2:40.07.82 und wir schauen direkt auf unsere Bestenliste, wo sich das Fahrzeug einsortiert und zwar genau hinter dem Maximalaufbau unseres McLaren P1, allerdings noch vor dem Maximalaufbau unseres V-Motors Lycan Hypersport. Eigentlich, wenn ich es Englisch ausspreche, dann soll ich W-Motors sagen und nicht V-Motors, das klingt ein bisschen komisch, ne? Ist ein bisschen falsch. Ja, okay, also von der Zeit her würde ich sagen, passt das ganz gut, wenn man weiter runter noch guckt. Mit dem serienmäßigen McLaren P1 oder mit dem Ferrari LaFerrari, der da dann nochmal knapp, ja, 3,5 Sekunden, sage ich jetzt einfach mal, langsamer ist, passt es eigentlich schon ganz gut, weil das ist hier schon nochmal eine Stufe höher. Koenigsegg selber hat ja dieses Fahrzeug nicht als Hypercar, sondern als erstes Megacar beschrieben. Was überhaupt das erste, da bin ich mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall als Megacar und somit nochmal eins obendrauf auf den P1 und den LaFerrari, also von dem her, ja, passt es schon ganz gut. Also, ja, heftiges Fahrzeug, definitiv. Ich würde aber sagen, wir verlassen das Ganze hier und kehren zurück zur Werkstatt, denn ihr habt euch, ja, euch reicht das anscheinend nicht. Ihr wollt noch mehr. Mal gucken, was überhaupt mehr geht. Ich weiß es nicht tatsächlich. In Forza Motorsport 6 habe ich das Ganze ja auch schon mal ein bisschen aufgebaut. Da ging am Motor zum Beispiel gar nichts. Das könnte jetzt sein, dass es hier auch so ist. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich habe vor der Folge mich überhaupt nicht spoilern lassen. Das möchte ich jetzt gemeinsam mit dir erleben, was denn da jetzt so möglich ist. Maximalaufbau heißt alles rein, was geht, bis vielleicht auf die Forza-Flügel, wobei ich weiß nicht mal, ob man die da drauf machen kann, weil ja, das Fahrzeug hat schon eine sehr krasse Aerodynamik. Und das merkt man auch hier in Horizon. Wir sind schon andere Gerätschaften gefahren, die wesentlich schlechter um die Ecken gingen. Das große Manko bei dem Fahrzeug ist eigentlich die Traktion. Und da könnte vielleicht sein, dass wir sogar auf ein Allrad wechseln, um das einfach auf die Strecke zu bringen. Wir gucken mal, was wir machen können. Wir können tatsächlich nichts am Motor machen, ja. Also das muss man mal sagen. Wir könnten aber das Ding nochmal ein Stückchen tiefer legen. Na klar, ist ja nicht schon tief genug oder höher. Wir könnten die Stabis machen, wir könnten, ja, das machen wir nicht, aber wir können nochmal Gewichtsreduzierung machen tatsächlich, also, okay, da können wir nochmal ein bisschen abspecken, aber ich glaube ganz ehrlich, das größte Manko oder die größte Zeit, die wir liegen lassen, ist tatsächlich die Traktion, ne? Deswegen glaube ich wirklich, wir bauen auf Allrad um, das kostet, wir werden mega viel schwerer, aber ich glaube trotzdem, es ist besser, ja? Also ich mach's einfach, ja. Ich weiß, der ein oder andere mag das nicht, aber ich mach's. So, wir können, wir haben nur Sportreifen drauf. Wollt ihr mich verarschen? Wir haben nur Sport, ja klar, das sind nur Sportreifen. Ist klar. Ja, dann machen wir mal Rennreifen drauf. Da können wir jetzt eigentlich sogar, komm, wir machen die mit Beschriftung. Wenn schon, dann machen wir das jetzt richtig böse. Wir können das Ding auch nochmal ein bisschen breiter machen. 295 vorne und hinten. Ja, 355. Ja, da hätte ich jetzt so 375 oder so erwartet. Ey, so richtig böses Ding. Felgen würde ich gerne lassen, tatsächlich, weil ich finde die einfach geil, muss ich sagen, diese ja, Carbonfelgen. Das sind ja wirklich Carbonfelgen, das sind keine Folierung drauf oder sowas, sondern wirklich, wirkliche Carbonfelgen. Ja, hinten können wir 21 Zoll machen, vorne 20, aber ich glaube, ich lasse das, einfach wegen der Performance her, lasse ich das. Und so viel besser sieht es auch nicht aus, wenn die größer sind. So, hier können wir noch mal ein bisschen was machen. Kupplung, Getriebe, dann Antriebswelle, alles rein, was geht, dann, ja, und dann kommen wir hier schon, eben, wir legen das Ding jetzt tiefer, machen die Stabis noch rein, und dann die Weight Reduction, und dann sind wir trotzdem leichter als die Serie, ja, also 50 Kilogramm sind wir dadurch leichter geworden, die Gewichtsverteilung wurde auch besser, dank
des Allrads, das wir eingebaut haben, ist die Gewichtsverteilung etwas besser geworden. Ich bin gespannt, wie es sich fährt. Ich versuche das Fahrzeug sehr, sehr weiterhin etwas mehr hecklastig auszulegen. Das werden wir jetzt gemeinsam tun. Wir installieren das jetzt erstmal alles. Genau. Ja, Designwunsch gab es, glaube ich, auch hin und wieder. Allerdings ist mir das zum Teil zu aufwendig, was ihr da gesagt habt. Deswegen würde ich einfach sagen, wir nehmen einfach die andere alternative Standardlackierung. Oder wir können ja mal gucken, was denn Leute für Designs gemacht haben. Vielleicht ist ja irgendein Design dabei, wo ich sage, ja, das ist cool. Aber okay, das sieht echt nicht schlecht aus, muss ich sagen. Und Star Wars und Force Awakens. Königseck Design, okay. Ja, was ist denn das? Black Rock Shooter. Okay, sagt mir nix. Das sieht eigentlich auch ganz geil aus, muss ich sagen. Also schlecht finde ich es nicht. Das ist so ein bisschen von der Farbgebung so ein bisschen 918-Style. Zumindest mal vom Innenraum. Okay. Das ist das Ähnliche wieder, ne? Oder? Das ist ja ähnlich zu dem, was wir gerade eben hatten. Ich bin ja so Fan von so Dreiecken und so. Ich feiere das total. Aber ich glaube, das sieht ein bisschen besser aus wie das andere, ne? Ja, es ist irgendwie cool, aber ich mach's trotzdem nicht. Wir nehmen jetzt eine Standardfarbe und ja, der ein oder andere weiß natürlich, was jetzt kommt. Jetzt kommt nicht das dunkle Design. Und zwar BÄM, Alter, so richtige Carbon-böse Optik. Aber ja, das muss jetzt einfach sein. Wir machen noch die Scheiben ein bisschen dunkler, ja. Wir wollen ja nicht gesehen werden. So, zack, das lassen wir alles. Ja, das lassen wir alles und dann würde ich sagen, zurück, speichern und dann rauf auf the streets und dann gucken wir mal, wie sich das Fahrzeug jetzt so fährt, ohne dass wir irgendwas eingestellt haben. Aber so krass, dass wir aus dem Fahrzeug noch Rennreifen draufzimmern können, das ist einfach unglaublich. Aber gut, gucken wir mal, mit dem Allrad dürfte der jetzt ja richtig böse nach vorne schieben. Also gehe ich stark davon aus, dass er das tut. Gucken wir mal, ich bin gespannt. Ja, durch, dass wir eh nicht so viel umbauen können, macht es auch Sinn, den Allrad, denke ich, einzubauen beim Maximalaufbau. Guck mal, der Wheelspin. Trotz Allrad, ey, haben wir noch im zweiten Gang ein bisschen Wheelspin, ey. Das ist einfach nur krank. Ah, das schiebt! Man spürt förmlich, wie das Ding drückt. Ach, guck mal, wie der Gänge reichen gar nicht aus, ey. Ich dachte, wir haben 7. Achso, durchs Getriebe. Ich hab's Getriebe eingebaut. Aber das kann ja nicht sein. Ah, doch, durch den Allrad. Ah, scheiße. Ja, klar, also nur kurz zur Erklärung. Durch den Allradumbau ändert sich auch der ganze Antriebsstrang. Und dadurch kriegen wir ein anderes Getriebe. Und dieses umgebaute Getriebe hat halt nur 6 Gänge und keine 7 Gänge. Und deswegen haben wir jetzt gerade etwas ein dezentes Problem, was die Topspeed angeht. Und deswegen muss ich das Ganze deutlich länger strecken. Was? 1,5 Sekunden. Okay, ich habe nichts gesagt. Ist aber auch nicht schlecht. Der erste Gang war eh deutlich zu kurz. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wenn ich da ein bisschen mit spiele. 1,578. Ob man das anders noch besser hinkriegt? Nee. Weil ich versuche das mal ein bisschen länger jetzt zu setzen. 0,578, nicht 0,1, egal. Das passt, glaube ich, so weit. Aber ich glaube, das ist schon ein bisschen zu lang, oder? Was haben wir denn jetzt hier? Topspeed. 432,8, das passt. Also so um die 430 bis 435, sage ich jetzt mal, ist okay. Aerodynamik könnten wir sogar noch drauflegen. Müssen wir mal gucken, ob das Sinn macht tatsächlich. Weil, ja, ich lasse das jetzt mal so. Wir gehen mal kurz auf die Autobahn. Beziehungsweise, wisst ihr, was wir mal machen? Wir machen jetzt mal einen Topspeed-Test, weil das wollt ihr sowieso sehen. Was würde das Fahrzeug, wenn ich jetzt auch auf die Aerodynamik scheiße, was würde das denn so draufkriegen? Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Beschleunigung etwas schlechter wird, oder? Ja, genau, bei 0 auf 161 wird es ein bisschen schlechter, klar, weil natürlich der Druck hinten fehlt. Jetzt mal gucken, also jetzt steht hier nicht mal ganz 436 da. Jetzt gehen wir mal zur Welt und gehen mal hier auf die Autobahn und gucken mal, ob wir immer noch einen Drehzahlbegrenzer kommen, weil ich will das Getriebe jetzt nicht unnötig lange strecken. Und dann werden wir das ganze Ding so aufbauen, dass es, finde ich, zum Finale der heutigen Folge, nämlich auf unserer Teststrecke, richtig krass performt. Und deswegen müssen wir wohl oder übel die Aerodynamik nochmal richtig hochschrauben. Oh, sieht das Ding nicht böse aus.
wie das drückt und drückt. Man spürt es förmlich. Ich will gar nicht wissen, wie sich das anfühlen müsste, wenn man da wirklich drin sitzt. Was für ein Unglaublich, wie sich das, da müsst ihr die Luft abschneiden, ey. Das ist doch nicht mehr normal. Ja, jetzt quält er sich ein bisschen, aber ey, guck mal, wie das trotzdem nach vorne schiebt. Ja, also Getriebe reicht auf jeden Fall. 36 haben wir schon mal. Das war ein bisschen dämlich jetzt. Hier 36, 37. Ah. Aufpassen. So, jetzt hier bergab noch mal ein bisschen. Ah, 437. Mehr Villa, tatsächlich nicht. Aber trotzdem, ist trotzdem heftig. Ja, das ist schneller, als was ein serienmäßiger Bugatti Veyron Supersport hinbekommen hat. Also laut offizieller Testmessung. Es ist sogar schneller als der aktuelle Rekordhalter, was die Topspeed angeht. Der aktuelle gemessene Rekordhalter, der auch im Guinness-Buch der Rekorde steht. Nicht irgendwelche theoretischen Topspeeds, sondern die tatsächliche gemessene Zeit oder Geschwindigkeit, besser gesagt. Der Hennessy Venom GT hatte das nämlich und das sind wir jetzt auch ein Ticken schneller aktuell. Aber wie gesagt, wir werden das jetzt nochmal ein bisschen ändern, weil wir wollen jetzt gucken, dass das Ding auch richtig auf dem Track funktioniert und deswegen werde ich jetzt hier mal in die Vollen gehen. Ich sag mal, wir nehmen hier volle Aerodynamik mit. So. Und dann Übersetzung hat eigentlich ganz gut gepasst. Ich würde sagen, wir gehen ein bisschen mehr noch wieder zurück. Guck mal, wir gewinnen sogar. 1,566 haben wir jetzt sogar. Gucken wir mal, ob wir noch mal ein bisschen was gewinnen. Ich meine, das sind nur theoretische Werte, aber sie sind ja schon mal nicht schlecht. Ja, okay, komm, wir lassen es mal so bei 3,1. Topspeed sind wir jetzt deutlich langsamer. 430, also wir können runden, also 430 ist, denke ich, immer noch mehr als okay. Ein, Bugatti Chiron ist auf 420 abgeriegelt. Wir scheißen auf die Abriegelung, also von dem her. Kein Problem. So, wir, machen wir hier ein bisschen weniger. Das lassen wir mal Ausrichtung. Ich mache mal mein Standardzeug, das weiß ich noch nicht, das lasse ich erstmal. Stabi sind ziemlich hart, aber ich lasse die auch mal. Guck mal, wir können das Ding noch tiefer legen. Ich lasse es mal so. Wir können es mal angucken, wie es aussieht, wenn man es richtig tief prügelt. Ich lasse Dämpfer auch erstmal. Die sind gar nicht schlecht eingestellt. Diff, da können wir auf jeden Fall noch einiges machen. Da würde ich sagen, guck mal, wie es bei 70%. Guck mal, wir haben sogar jetzt Beschleunigung sogar verloren, weil ich da ein bisschen rumgepfuscht habe. Ja, hier verlieren wir auch nochmal, würde man sagen. Ja, 77% ist okay. Beschleunigung, ja, können wir mal bei 70 lassen. Hier machen wir mal 55. Hier machen wir mal 35. Ne, machen wir mal weniger. So. Und hier machen wir, glaube ich, doch weniger. So. Bisschen offener das Ganze. Und hier können wir das mal vielleicht so. So, machen wir es eher so. Achso, ich habe verloren weil der Federweg nicht mehr passt. Wir machen es mal, wir gucken uns mal an, aber das kann eigentlich nicht gut gehen. Bisschen Federweg, okay, man sieht eigentlich fast, also viel tiefer sieht er jetzt auch nicht aus. Kurze Erklärung, wenn ich die Telemetrie schalte, Telemetrie übrigens freizuschalten, indem man in den Einstellungen Anna durch Telemetrie ersetzt und dann mit Steuerkreuz nach unten, kann man es dann öffnen, weil das eine beliebte Frage ist, wiederhole ich das aber auch sehr gerne. Wir können jetzt mal gucken, wenn hier auf der Autobahn wird es nicht so schlimm sein. Aber ich gehe mal davon aus, wir brauchen den Federweg. Hier geht's, hier ist es nicht so uneben. Wenn ich jetzt hier mal so drüber. Ja, okay, hier ist es klar, dass es ausschlägt. Ich meine, wir haben eine relativ harte Federeinstellung. Wir haben auch sehr, sehr starke Stabis. Also, dass kaum Neigung da ist, ist aber, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Es geht sogar tatsächlich. Aber ich würde trotzdem ein bisschen auf Nummer sicher. Aber wir sind jetzt auch sehr im sehr flaches Gebiet, sage ich jetzt mal, gefahren. Also ein bisschen Federweg hätte ich schon ganz gerne. Deswegen, wir machen es mal hierhin. Ja, zwei Ticks, würde ich sagen. Das können wir machen. Da sind wir. Beschleunigung jetzt aber wieder nicht besser. Was hatten wir vorhin? Noch eins mehr? Nee. Hä? Egal, scheißen wir mal auf die 0,0 bla Beschleunigung.
Ja, ich lasse. Achso, ich glaube, das haben wir hier verloren, oder? Nö, auch nicht. Ach, scheiß drauf. hier würde ich tatsächlich sagen, gehen wir ein bisschen mehr. Oder vielleicht sogar, wir gehen sogar ins Volle. Würde ich sagen, hier, das lasse ich erstmal. Und dann würde ich sagen, fahren wir mal schleunigst wohin, wo es ein bisschen kurvenreicher ist. Ja, trotzdem 1,5 Sekunden, 1,6 Sekunden. 0 auf 100, das ist einfach nur... Oh, das ist einfach nur krank. Es würde kein Reifen der Welt mitmachen, würde ich behaupten. Und die erhöhte Aerodynamik, die hilft natürlich auch, gerade in schnellen Kurven, wenn wir hier schon relativ stabil durchfahren. Guck grad mal jetzt hier auf den auf die Sturzwerte. Jetzt sind wir wieder auf der Autobahn, ne? Aber ich port mich mal ganz kurz irgendwo in Urwald oder sowas, wo wir ein bisschen mehr Kurven fahren können. Da sind auch ein bisschen mehr Bodenwellen, mehrere Höhenunterschiede. Und ja, da gucken wir einfach mal, wie das ist. Ja, anderes Thema. Ja, also Expansion Pack kam ja nicht. Wollte ich auch mal anschneiden noch in der Folge. Leider kam nichts. Ja, vielleicht an Ostern, also nächsten Dienstag oder so vielleicht. Ich weiß es nicht. Müssen wir einfach mal abwarten, ob noch was kommt. Es soll ja im April auf jeden Fall was angekündigt werden. Ob was dann rauskommt, ist die andere Frage. Aber angekündigt soll auf jeden Fall noch im April was werden. Das wurde ja so gesagt. Und kein Carpack. Also Carpack kommt keins, aber eine Expansion wäre schon nice. Und zu Ostern, warum nicht? Allerdings ist Porsche Expansion in Horizon 2 kam auch erst im Mai, glaube ich. Also könnte sein, dass sie es ankündigen und dann im Mai kommt es erst oder so. Man weiß es nicht. Der Sturz passt eigentlich ganz gut. Ich würde aber tatsächlich, wenn ich das gerade so ein bisschen beobachtet habe, tatsächlich ungefähr hier 1,6 und hier 0,7 machen. Das sollte dann ganz gut passen. Stabil. Bin jetzt gerade echt am Überlegen, das passt soweit. Das passt eigentlich auch. Ich würde ungern jetzt was an den Federn nennen. Stabis bin ich jetzt gerade am Überlegen, ob ich da das Verhältnis nicht ein bisschen anpassen soll. Aber eigentlich passt's. Ich lasse es so. Lustigerweise haben wir... Lassen wir so. Komm, geh weg. Wir haben natürlich diesen typischen Effekt, dass das Fahrzeug, wenn man es auf Allrad umbaut, ein bisschen mehr untersteuernd ist, als es noch die Serie war. Aber ich finde, es geht vollkommen in Ordnung bei dem Fahrzeug. Also, jetzt hier eine harte Bremsung mache. Ja, geht ganz gut rum auf jeden Fall. Also kann ich auf jeden Fall mit leben. Ja, das passt. Ich würde da gar nicht groß mehr was ändern. Ich speichere das Setup einfach so ab und gib's auch direkt frei. Das ist auch immer eine große Frage. Ja, Ray, gibst du das Tuning frei? Ich gebe eigentlich immer, wenn ich hier was aufbaue, gerade gemeinsam mit dir in der Folge, gebe ich das eigentlich immer frei. Sollte ich es mal tatsächlich vergessen, dann schreib mir wirklich einfach in die Kommentare, hey Ray, Tuning ist nicht freigegeben, könntest du es bitte freigeben? Dann weiß ich Bescheid, aber ich gebe es in der Regel eigentlich immer frei. Deswegen, einfach mal abchecken, einfach bei dem Fahrzeug gucken unter meinem Nickname, dann sollte das eigentlich passen. Ja, das ist schon... Also da könnte jetzt eine richtig böse Zeit fallen, glaube ich, auf der Teststrecke. Ob allerdings die Rekordrunde des Sesto Elemento fällt, da bin ich jetzt mal gespannt. Und da würde ich einfach mal sagen, an dieser Stelle... Wir gehen auf die Teststrecke. Deine Aufopferung für waghaltiges Stunts. Leute, jetzt kriege ich ja einfach mal 3 Sterne, obwohl ich so Chili Vanilli mit dem Ding hier rumfahre. Egal. Also, ich würde sagen, ich mache wieder einen Cut auf der Teststrecke. Ich gebe euch nochmal den vollen Sound jetzt mit Allrad. Das heißt, ja, der Vollgasanteil dürfte ein bisschen höher sein. Und ich würde sagen, viel Spaß. Bis gleich.
Ja, er bringt es auf jeden Fall deutlich besser auf die Straße dank dem Allrad und wir fahren eine 2.59.38 und wir ziehen natürlich die 20 Sekunden, die wir am Start immer abwarten, wieder ab und damit kommen wir auf eine 2.29.538, was natürlich eine extrem krasse Zeit ist. Damit sind wir nochmal 11 Sekunden schneller als wir oder als die extrem krasse Serie schon ist. Aber ja, der Allrad bringt natürlich schon einiges nach vorne nochmal. Und ja, ich würde einfach mal sagen, hat es gereicht für die neue Bestzeit oder hat es nicht gereicht? Ich würde sagen, wir gucken einfach mal drauf. Ja, knapp hat es nicht gereicht. Ungefähr 1,5 Sekunden haben uns gefehlt zum Maximalaufbau des Sesto Elementos. Allerdings muss man auch sagen, der Sesto Elemento ist halt auch echt ein böses Ding gewesen. Das muss man mal ganz klar so sagen. Aber was man sagen muss, der Königseck hier im Vollaufbau fährt sich deutlich angenehmer als der Maximalaufbau des Sesto Elemento. Ja, da ist einfach die Grundbasis schon besser für diese extremen Geschwindigkeiten ausgelegt. Und ich denke mal, mit diesen 1,5 Sekunden sind wir auch aktuell, was die Beschleunigung von 0 auf 100 angeht, ja, haben wir das absolute Spitzenauto gebaut. Ich glaube, bis dato war es der Maximalaufbau des 599XX. Der hatte nämlich 1,65 Sekunden. Jetzt haben wir 1,57 hatten wir, glaube ich. Also schon krass, was das Ding nach vorne marschiert. Und ja, ich denke mal, wenn man da jetzt noch etwas länger dran rumtüften würde, könnte man den ein oder andere Zehntel bestimmt noch finden. Aber ich denke mal, das passt so von der Zeit ungefähr schon. Also knapp hinter dem Sesto Elemento die neue Nummer 2 in unserer besten Liste. Und ich würde sagen, ist auf jeden Fall ein richtig böses Teil. Gut, ich würde sagen, wir gehen hier raus, beziehungsweise sind auch schon wieder fertig mit der heutigen Folge. Die Zeit geht manchmal wie im Flug vorbei. Wir drehen noch einmal am Rad. Wir drehen eigentlich immer am Rad, aber diesmal tun wir es, ja, wie es die Spielmechanik zumindest mal vorgibt. Holen uns die Credits ab. Da können wir immerhin einen Reifen, den wir heute verballert haben, ersetzen. Die anderen drei müssen wir mal noch gucken. Okay, so teuer ist, glaube ich, ein Reifen jetzt auch nicht. Aber sagen wir, alle 4 Reifen konnten wir jetzt erneuern. Gut, ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, alle, die sich den Königseck gewünscht haben, hatten viel Spaß. Ich würde aber mal sagen, hier an dieser Stelle und wer jetzt hier auch noch dabei ist, einfach die Frage, die du gerne in den Kommentaren beantworten kannst oder besser gesagt sollst, soll ich dieses Fahrzeug in der nächsten Folge auch nochmal fahren? Das ist jetzt die Frage an dich, denn ich denke mal, wir haben jetzt mehr Tuning gesehen und klar, zweimal Teststrecke, aber so ein bisschen mehr Action mit dem Teil, gerade jetzt so im Maximalaufbau drin. Warum nicht, oder? Würde ich sagen, warum nicht? Also falls du Bock hast, dann schreib einfach kurz in die Kommentare, jawohl, den Königsegg oder den One-to-One nochmal in der nächsten Folge und dann schnapp ich den nochmal, so wie er jetzt ist. Und ja, dann machen wir vielleicht ein bisschen Renn-Action oder gucken wir sonst ein bisschen Action, würde ich sagen. Einfach weniger Tuning oder gar kein Tuning, besser gesagt, und einfach mal baller, 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 baller. Ja, wisst ihr Bescheid. Ich bin jetzt aber trotzdem raus. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, die Folge hat dir dennoch gefallen. Und ja, bis vielleicht zum nächsten Mal erneut mit dem Königseck. Ansonsten bis zum nächsten Mal hier in Horizon 3. Ciao!